Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch heute was zum Thema Webserver-Konfiguration nahebringen. Mein Name ist Oliver Gutperl. Ich komme aus der Softwareentwicklung und Systemarchitektur. Habe lange Zeit die IT für mittelständische und Unternehmen und Startups verantwortet. Habe jetzt eine eigene Firma, Digital Sailors. Und ich sehe hier meine Notizen noch nicht, das ist nicht so gut. So. Gut, dann müssen wir so eine Notiz machen, kriege ich auch hin. So, wir reden über WordPress und ich habe jetzt sozusagen das Glück, den Vortrag nach der Mittagspause zu haben. Das heißt, das Suppenkoma ist nahe. Demzufolge, das müssen wir irgendwie zusammen hinkriegen. Wir fangen mal ganz sportlich an. Vielleicht könnt ihr alle mal aufzeigen, wenn ihr WordPress einsetzt. Okay, das ist der einfache Teil. Wer hat WordPress schon mal selbst installiert? Okay, super, alles klar. Und wer hat die Webserver-Konfiguration schon mal angepasst, selber? Okay, ein bisschen weniger, aber immer noch top. Gut, finde ich super. Auch gut, dass ihr so gut mitmacht. Ich habe das Ganze schon mal vor den Freunden von meiner Tochter gehalten, um es auszuprobieren, den Vortrag. Das sah ein bisschen anders aus, die haben sich überhaupt nicht gerührt. Ich kann euch ein Bild zeigen, das sah so aus. Okay, lasst uns einsteigen. Worum geht's heute? Heute geht es darum, dass wir über den Webserver sprechen wollen und wie ihr wisst und auch sehen könnt, der steht letztendlich zwischen dem Browser und WordPress/PHP auf der anderen Seite und der vermittelt im Grunde genommen, das ist glaube ich auch allen bekannt, die Anfragen, die der Browser stellt. Der Browser stellt die Anfragen mit einer URL, der Webserver nimmt die entgegen und überlegt sich letztendlich, was er antworten soll und liefert den entsprechenden Content zurück. Manchmal, indem er WordPress fragt und manchmal auch bei statischem Content zum Beispiel liefert er ja direkt die Bilder aus. Das Thema URLs ist relevant an der Stelle, weil die ja auch den Nutzern regelmäßig angezeigt werden. Einerseits sieht der Nutzer das oben in der Browser-Adressleiste. Auf der anderen Seite auch Google zeigt es bei den Suchergebnissen an, bei den AdWords, auch da werden URLs angezeigt. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Thema, der Webserver reagiert darauf. Und so eine URL besteht ja aus dem Serverteil und dem Pfadanteil. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, dass der Serveranteil, das ist so die Straße und Hausnummer, wenn man sich die Adresse anguckt. Und die einzelnen URLs, die sind letztendlich das Klingelschild. Und da gibt es dann so ein paar spannende Sachen zu berücksichtigen. Auf der einen Seite, wenn man vor einem Klingelschild steht, dann fragt man sich, finde ich überhaupt die richtige Klingel? Funktioniert die eigentlich? Will ich da klingeln? Will ich also auf die URL klicken? Und wenn ich das tue, was passiert dann eigentlich? Und dieses was passiert dann eigentlich, das ist das, wo der Webserver ins Spiel kommt, der entscheidet das letztendlich. Jetzt ist es bei einem Webserver ja so, dass der üblicherweise keine grafische Benutzeroberfläche hat, sondern den muss man mit Hilfe von einem Config-File konfigurieren. Ich habe hier mal so einen kleinen Auszug daraus, um zu verorten, worüber wir hier sprechen. Und das sieht so aus, das ist jetzt hier für Nginx. Die Sachen, die wir hier besprechen, gehen mit Apache auch. Das sieht von der Konfiguration her ein bisschen anders aus, aber sollte ungefähr passen. Von der Struktur her, okay, HTTP ist das Protokoll, was wir sprechen wollen. Da drin ist ein Server, eine Serverkomponente. Da wird hauptsächlich der Servername, also die Domain, angegeben und der Port, auf dem der hört. Und damit kann man schon mal loslegen. Da drin kommen jetzt die Konfigurationsdirektiven und da wird es dann interessant. Die wichtigste Konfigurationsdirektive ist die Root. Dahinter wird ein Pfad angegeben, der auf dem Webserver irgendwo auf die Festplatte zeigt. Und der Pfad ist dafür verantwortlich, von einer URL-Anforderung, wie sie aus dem Browser kommt, zu übersetzen in eine Datei, in dem konkreten Fall hier. Was man natürlich noch braucht, um WordPress zu betreiben, ist, dass WordPress richtig eingebunden werden muss.
Der Code hier, der ist ziemlich genauso aus dem Codex entnommen. Das ist der Standardcode dafür. Ich zeige den nur deswegen, weil es da einige neue Erkenntnisse zu gab und wer vielleicht schon länger nicht mehr WordPress irgendwo eingebunden hat oder die Konfiguration überprüft hat, bitte nochmal überprüfen, dass dieser rote Teil hier drin steht. Das ist extrem sicherheitsrelevant. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt zu dem Teil hier sagen will. Aber nochmal gucken, sonst, wenn es ansonsten jemand schafft, einen PHP-File auf euren Server zu schmuggeln, könnte er das, wenn das nicht drin ist, auch noch entsprechend aufrufen. Das ist aus meiner Sicht so der wichtigste sicherheitsrelevante Teil, der hier zu beachten ist. Ansonsten möchte ich euch jetzt anhand von ein paar Szenarien zeigen, was man mit der Konfiguration noch machen kann. Zum Beispiel kann man Fehler korrigieren. Und das genau. Zum Beispiel, ich wollte eigentlich einen Tag anlegen, der sollte auch Tango heißen in meinem WordPress. Das habe ich auch fast geschafft. Ich war aber irgendwie schon so ein bisschen in Urlaubsstimmung und habe entsprechend Tonga eingegeben. Demzufolge lautet die URL für diesen Tag jetzt offensichtlich Tanzen-Tag Tonga. Nicht so richtig schön. Jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Vor allen Dingen, weil ich es nicht schnell genug gemerkt habe. Google war da, hat das Ganze indiziert und ich habe es offensichtlich auch noch geschafft, die Golden URL daraus zu machen. Jeder kommt darüber auf meine Website und wenn ich das jetzt ändere, dann sehen alle Leute, die da drüber kommen, 404 und sind vermutlich weg. Keine Situation, die ich gerne machen möchte, die ich gerne haben möchte. Auf der anderen Seite, wenn ich es nicht korrigiere, auch keine Lösung. Irgendwann in 3-4 Monaten komme ich oder ein anderer Redakteur da drauf. Oh, das müssten wir eigentlich mal konfigurieren. Ist ja auch schnell gemacht. Zack, zack, zack. So, und dann suchen wir eine Woche lang danach, warum der Traffic gerade eingebrochen ist. Will man auch nicht wirklich haben. Das heißt, das Ziel hierbei ist, eine automatische Korrektur zu haben und eben zu dieser richtigen URL zu kommen. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Naja, das ist tatsächlich ziemlich einfach mit dem Webserver zu machen. Ich füge an die entsprechende Stelle in der Webserver-Konfiguration einfach die, naja, 2,5 Zeilen ein. Die sagen letztendlich nichts anderes, also die Location-Direktive hier, die gibt immer das an, was der Webbrowser geschickt hat. Das heißt, hier ist der Fehler offensichtlich noch drin. Und dann, was der Webserver antworten soll, ist, er soll einen HTTP-301-Statuscode zurückschicken und die richtige URL hier tatsächlich angeben. Was dann passiert ist, ich kann es in WordPress korrigieren, das heißt, in WordPress korrigiere ich den Tag, sodass der dann auch tatsächlich Tag Tango heißt. Oh, ich darf hier nicht aufs Kabel treten, merke ich. Wenn jetzt noch jemand über die falsche URL kommt, dann wird der Browser entsprechend umgeleitet und derjenige sieht die richtige URL. Ich kann das auch mal kurz zeigen. Jetzt muss ich mal gucken, was ihr hier seht. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ich habe den Link hier oben schon mal als Bookmark gemacht. Ihr seht, der ist falsch. Wenn ich draufklicke, ja, so schnell kann man gar nicht gucken, haben wir hier oben die richtige URL und es wird auch sozusagen der richtige Inhalt gezeigt. So, gehen wir hierhin zurück. Darf Google das dann auch? Wie bitte? Lernt Google das dann auch? Ja, sehr gute Frage. Das Schöne an dem 301-Code ist, dass Google das tatsächlich lernt. Das heißt, nicht nur für die Browser, also für den Benutzer ist es komplett transparent. Die Browser können alle damit umgehen, kein Problem. Und auch Google geht damit vernünftig um. Das heißt, Google, wenn er zum Spider wieder vorbeikommt, erkennt er, aha, den Inhalt hier gibt es nicht mehr, aber es gibt eben die neue Stelle, wo der Inhalt ist. Und damit geht das nahtlos über. Und das ist auch das Charmante daran, dass Google und andere Suchmaschinen damit vernünftig umgehen können und man so eben sicher sein kann, dass da nicht Traffic verloren geht. Wie lange muss das dann drin bleiben? Also ich würde die pauschale Antwort ist für immer. Man kann gucken, wenn keiner mehr drüber kommt, dann kann man es natürlich rausnehmen. Kommt ein bisschen drauf an, wo die Links tatsächlich sind. Google kommt ja relativ schnell, das heißt, ist nach ein paar Wochen durch. Aber wenn es zum Beispiel noch Leute gibt, die in ihrem Blog wieder den Link verlinkt haben oder so, dann kann das eventuell auch sehr lange dauern. Kommt drauf an. Also da muss man seine Logfiles im Auge behalten und gucken, wann es nicht mehr passiert. Es schadet aber auch nicht, das für immer drinstehen zu haben, weil dann der Fehler halt immer korrigiert wird. Vorteil, das Ganze im Webserver zu machen, ist nämlich tatsächlich auch, dass es relativ schnell, das heißt, es geht nicht erst durch WordPress durch und muss dann nochmal PHP nur umzuleiten, sondern der Webserver kann praktisch zack das zurückgeben und ist da.
Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt gerade ein Projekt, wo wir ungefähr 200 Permalinks umleiten müssen in der HTML-Access-Datei, werden wir es wahrscheinlich machen. Macht es Sinn, die für immer drin zu lassen, oder wird die Seite dadurch langsamer, weil es so ein mega langer Code ist in der HTML-Access? Nee, die Seite wird nicht langsamer. Das sollte zu vernachlässigen sein. Also 200 sollte kein Problem sein. Wenn es fünfstellig wird, würde ich mal drüber nachdenken, aber das würde ich drin lassen. Regulären Ausdruck, dass du Mustererkennung drin hast und die bestimmte Patterns in den alten Links wiederholen kannst du über den Chat-Prozess jetzt rauslegen. Da kommen wir noch hin, sehen wir noch. Genau. Und der letzte Punkt ist, für Permalinks ist es tatsächlich nicht notwendig, da hat WordPress einen Mechanismus drin, der das automatisch umbaut. Für Kategorien, Schlagworte, die Kategoriebasis und die Schlagwortbasis, wenn man die allerdings ändern will, dann sollte man das machen, weil da leitet WordPress nicht automatisch um. Jetzt kurze Frage noch, du hattest eben in der Folie davor einen Code von der Konfiguration des Webservers gemacht. Ich könnte jetzt die 301 Redirect, könnte ich ja auch in die HTXS schreiben. Gibt es da eigentlich einen Performance-Unterschied, ob der HTXS oder Serverkonfiguration schneller funktioniert? Nein, also nicht nennenswert, also nicht in einem messbaren Bereich. Also für Nginx ist es sogar so, dass der diese ganzen Direktiven auf eine bestimmte Art vorkompiliert. Das heißt, sozusagen dem ist das am Ende egal, in welcher Datei das überhaupt stand. Bei Apache kann es sein, dass der das parst, aber der Webserver ist so schnell an der Stelle, der ganze Netzwerk-Overhead ist da viel länger tatsächlich. Da braucht man sich keine Gedanken drum zu machen. Ja, es gibt so eine HTXS, du kannst es aber auch direkt in Apache, die Start-Config reinschreiben, dann kompiliert das auch vor, bei Starten musst du in Apache neu starten und dann hast du auch kein Genau. Genau. Was man damit auch machen kann, da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber, ist URLs verschönern. Funktioniert mit dem gleichen Mechanismus. Eine schöne URL lädt zum Klicken ein. Die ist nicht so richtig schön, sozusagen, da fragt sich jeder, was soll das Tag mit dem? Denkt an das Klingelschild sozusagen, da hat jemand seinen Namen nicht so richtig schön geschrieben. Viel schöner ist eigentlich sowas. Genauso, wenn eine URL in Druckerzeugnissen verwendet werden soll und das jemand per Hand eingeben muss. So eine URL hier klickt sicherlich gut. Aber die will keiner eingeben und das fehlerfrei hinzubekommen ist definitiv auch nicht einfach. Demzufolge gilt auch hier, wahrscheinlich macht es Sinn, die entsprechend schöner zu machen. Ist wieder genau das gleiche, Return 301 kann man eigentlich alles draus machen. Wichtig bei dem 301 ist noch, dass man ja immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man keinen Duplicate Content erzeugt, wird von Google ja abgestraft. Und das Schöne bei dem 301 ist, dass Google das auch erkennt und da eben keine Penalty, keine Strafe für Duplicate Content macht, sondern den Content gibt es ja auch nur einmal. Der ist nur von einer Stelle an die andere gewandert. Bevor wir zu den cooleren Sachen kommen, es ist eben schon mal gefallen, das Wort reguläre Ausdrücke. Wer weiß, was reguläre Ausdrücke sind? Ja, fast alle. Ich gehe mal ganz kurz drüber. Reguläre Ausdrücke kann man ungefähr mit dem vergleichen, wenn jemand sagt, oh, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber ich weiß, er fing mit A an. Das ist letztendlich ein regulärer Ausdruck und mit dem regulären Ausdruck kann man prüfen, ob eine andere Zeichenkette da drauf passt. Also ich habe hier ein Beispiel für einen regulären Ausdruck, das im Grunde genommen sagt, wir haben den Anfang, dann soll ein Slash kommen, dann AN. Punkt bedeutet ein beliebiges Zeichen und das A wieder ein A. Und das heißt, matchen tun an der Stelle hier Anna, Anja und Anja. Nicht matchen würden Andrea und Andreas, aus offensichtlichen Gründen. Und wir werden nachher sehen, dass man so URLs matchen kann. Noch ein anderes kleines Beispiel. Punkt Stern hier an der Stelle bedeutet, dass es beliebig viele Buchstaben sein können. Das heißt, was hier jetzt auch matchen würde, Anna, Anna, Anja und so weiter. Andreas matcht immer noch nicht, weil das S hinten nicht zu dem regulären Ausdruck passt. Und das Letzte, was wir hierfür brauchen, ist die sogenannte Capture Group. Mit den Klammern hier hinten kann ich sagen, das soll beliebige Zeichen matchen, aber ich will es auch noch speichern. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine URL habe wie das hier, dann kann ich über die Capture Group $1, so ist das dann hinten nämlich bezeichnet, den Namen Karenina abfangen und kann noch was damit machen. Das heißt, egal was der Benutzer da eingibt, ich kann damit was anfangen. Kleiner Tipp noch, wer mit regulären Expressions üblicherweise Probleme hat, die einzugeben und zu basteln, es gibt eine ziemlich gute Seite, da kann man so lange mit rumspielen,
bis man die Regular Expression gefunden hat, die einem hilft. Und dann kann man sowas machen, und das ist vielleicht für die Frage hier vorne tatsächlich interessant, man kann schöne URLs automatisch erzeugen. Auch dazu wieder ein Beispiel. Ich habe in meinem Blog über Tanzen, was ich nicht wirklich betreibe, was ein Beispiel ist, aber das sollen ein paar Unschuldige schützen, habe ich einige Tanzlokale drin, die habe ich in Kategorien, nämlich die entsprechenden Orte gemacht. Das heißt, ich habe eine Kategorie Locations, und da gibt es dann auch die Unterkategorien Berlin, Leipzig und so weiter. Und da gibt es dann eben die einzelnen Rezensionen zu den Läden. Und das führt dann zu solchen URLs offensichtlich. Das ist das, was WordPress macht. Auch da wieder nicht so richtig schön. Was ich eigentlich gerne hätte, wäre das hier. Jetzt kann ich natürlich auf der einen Seite sagen, okay, ich gebe für jede einzelne Stadt sozusagen die URL ein. Meine Anforderungen sind aber, neue Städte sollen automatisch funktionieren. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Artikel schreibt über ein Tanzlokal in Stuttgart und die Kategorie richtig eingibt, dann soll auch die URL automatisch funktionieren. Redakteure sollen sich da nicht drum kümmern, und auf den Duplicate-Content müssen wir natürlich wieder aufpassen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Auch wieder recht übersichtlich. Wir haben zwei Location-Einträge. Wir gucken uns zunächst mal den ersten an. Ich komme auf die andere Seite. Hier kann man jetzt sehen, dass wir hier die Capture Group verwendet haben. Das heißt, wir haben hier den Platzhalter für die Stadt, und den fangen wir auch raus. Und das verwenden wir dann, um es hier in die entsprechende URL umzusetzen. Das heißt, das $1 bezieht sich hier drauf. Das heißt, wenn hier jemand schreibt in Berlin, dann landet hier hinten Berlin. Wir müssen das Ganze zweimal machen, weil die Request-URI, das ist das, was WordPress tatsächlich sieht, also wo WordPress dann entscheidet, welchen Artikel oder welchen Post es ausspielen soll. Und für den Webserver brauchen wir die Rewrite-Direktive, damit der weiß, dass er tatsächlich auf WordPress auf die Index.php gehen soll. Und auf der anderen Seite, um den Duplicate-Content zu vermeiden, fangen wir hier an der Stelle noch ab, wenn jemand den alten, hässlichen Link nimmt, Category Locations, dann zeigen wir hier den altbekannten 301 und leiten den auf das In entsprechend wieder um. Kann ich auch mal zeigen, wie das dann aussieht. So, habe ich hier auch schon mal einen kleinen Link vorbereitet. Kann man sehen, Tanzen in Leipzig. Hier ist dann meine Kategorie, und hier sind auch die entsprechenden Artikel dazu. Und durch den Duplicate Content ist es auch so, dass das hier entsprechend umgeleitet wird und ich, wenn ich auf die Kategorie klicke, auch hier oben entsprechend wieder lande. Bevor wir zu den abgefahrenen Sachen kommen, noch ein paar allgemeine Tipps zu der Konfiguration. Die Location-Direktiven werden nicht hierarchisch verarbeitet, obwohl URLs hierarchisch sind. Das ist so der größte Fehler, den man so als derjenige, der das Ding konfigurieren muss, macht und denkt, welche wird denn nun aufgerufen. Bei jedem Request gewinnt am Ende eine Locations. Das kann man hier relativ deutlich machen. Sehen, wenn ich diese beiden Locations habe und im Webbrowser wird das /A/B aufgerufen, dann wird nur diese Location hier angeguckt, weil hier der längste Match gewinnt. Das heißt, wir haben dann ein Return 301 auf Y. Die hier wird überhaupt nicht angeschaut. Wichtig zu wissen, damit man ungefähr aussortieren kann, welche Direktive verwendet wird. Die Regeln für Nginx sind relativ kompliziert. Tatsächlich gibt es da vier Schritte, die sozusagen von einem genauen Vergleich über einen einfachen Vergleich mit längstem Match, über einen regulären Ausdruck und dann nochmal einen einfachen Vergleich machen. Meine Empfehlung dazu ist, nur zwei von den Vergleichen zu nehmen, nämlich einerseits den einfachen Vergleich, also das heißt mit dem normalen Slash hier, und dann noch den regulären Ausdruck. Da ist die Regel dann, dass zuerst nach dem regulären Ausdruck gesucht wird, der als erstes passt. Wenn da keiner gefunden wird, dann wird der längste Match bei den anderen genommen. Damit tut man sich einen Gefallen und macht die ganze Datei übersichtlicher. Und ich würde auch empfehlen, die Direktiven in der Datei so zu sortieren, wie sie letztendlich abgearbeitet werden. Das hilft einem beim Debuggen dann auch, um herauszufinden, okay, welche Direktive wird da eigentlich verwendet. Ausreichend kommentieren, ja, kann man immer wieder sagen, wird oft nicht gemacht. Ich kann es trotzdem empfehlen, dann weiß man auch, was da passiert. Ich habe noch einen Tipp für das Debugging.
Es ist manchmal relativ schwer herauszufinden, welche Direktive wird denn jetzt eigentlich verwendet. Um das einfacher zu machen, einfach bei jeder Direktive einen eigenen Header hinzufügen. LOC bedeutet Location, das habe ich mir aber ausgedacht, kann man beliebig setzen. Und dahinter einen Hinweis auf die Direktive zu geben. Das sieht dann im Browser so aus, wenn man die Developer-Konsole aufmacht. Dann kann man sehen, ich habe hier den 301. Wenn ich das jetzt anklicke, dann kann ich hier die ganzen Header sehen. Und dann sehe ich hier auch meinen Custom-Header, der durch die Direktive gesetzt wurde. Und damit kann ich sozusagen herausfinden, welche Direktive war das eigentlich, ohne jetzt irgendwie in den Webserver reingucken zu müssen. Das kann ich dann direkt im Browser sehen. Die anderen Sachen, wobei uns der Webserver helfen kann, ist zum Beispiel, wenn wir WordPress und andere Software parallel betreiben wollen. Kommt ja immer mal wieder vor, entweder gibt es irgendeine Drittsoftware, ein Shop-System oder irgendwas, was laufen soll, oder es gibt vielleicht auch eine Eigenentwicklung, die praktisch die Logik bereitstellt und WordPress stellt den Content bereit. Oft ist es so, dass das getrennte Teams oder Verantwortungsbereiche sind, die das tatsächlich tun. Also man hat üblicherweise die Redakteure oder das Marketing oder das Produktmanagement, die den Content in WordPress machen. Und dann hat man das Entwickler- oder Administratorenteam, die sozusagen die Anwendung betreuen. Und das will man auch trennen. Auf der anderen Seite will man dem Nutzer aber auch schöne URLs zur Verfügung stellen. Was nicht so schön ist, sind Lösungen, die man immer mal wieder sieht, dass dann hier eben doch ein WordPress da vorgestellt wird. Das ist zwar Werbung für WordPress, aber für den Nutzer ist es an sich nicht so schön. Das interessiert ihn in den meisten Fällen nicht, ob da jetzt ein WordPress läuft. Oder dass gar mit Subdomains gearbeitet wird, wie hier zum Beispiel, wo ich das jetzt gerade so vorlese, das ist vielleicht sogar ganz cool, aber an sich sind Subdomains nicht das, was man da tatsächlich möchte. Eigentlich wäre es doch schön, wenn es so aussehen würde. Sozusagen die Tanzbar kommt von WordPress und die Choreografie-App ist eben das, was die Entwickler gemacht haben. Das ist gleichzeitig auch meine Empfehlung. Eine Domain verwenden, da allen Content drunter zu haben, das macht das Cookie-Handling viel einfacher. Man hat nur für eine Domain Cookies, man braucht nicht zwei Zertifikate kaufen, keine zwei Domains kaufen. Das kostet relativ viel, kostet Nerven und demzufolge eine Domain. Der nächste Punkt, da diskutiere ich immer mal wieder länger mit Entwicklern. Ich proklamiere WordPress, die Root ausliefern zu lassen und die Content-Seite tatsächlich und die Applikation, die man vielleicht programmiert, dann in Unterverzeichnis zu schieben, weil meistens auf der ersten Seite doch relativ viel Content ist. Ich zeige nachher auch noch einen kleinen Trick, wie man Leute da direkt umleiten kann. Und dann, wenn man das so macht, dann kann man aber trotzdem im Backend die Verantwortungsbereiche auf Verzeichnisebene trennen. Das heißt, es gibt das WordPress-Verzeichnis, da ist WordPress drin und da machen auch die Redakteure oder die Theme- und Plugin-Entwickler was. Und es gibt eben das App-Verzeichnis und da sind die Programmierer unterwegs, damit ist auch klar, wer wo was zu sagen hat. Und es gibt hoffentlich weniger Stress. Das Ganze jetzt tatsächlich umzusetzen ist ziemlich einfach sogar. Wenn wir so eine Verzeichnisstruktur haben, wie ich sie gerade gezeigt habe, dann kann man hier mit zwei Location-Direktiven das Problem lösen. Einfach dadurch, dass man zwei verschiedene Routes angibt. Das hatten wir ja relativ am Anfang gesehen, dass die Route praktisch zeigt, auf welches Verzeichnis es zeigen soll. Und dann gibt man für den Slash einfach die WordPress-Route an. Das bedeutet, alles, was da drauf geht, geht gegen WordPress. Und wenn aber das Choreografie-App davor gesetzt ist, dann geht es gleich auf das andere Verzeichnis. Und das ist dann eben die Domäne der Programmierer. So, komm auf die Uhr. Okay, das passt super. Letzter Punkt, auch aus der Praxis so ein bisschen. Situation ist, dass es eine Website gibt, die läuft nicht auf WordPress, die ist vielleicht noch handgeklöppelt oder es gibt ein anderes Content-Management-System. Das soll durch WordPress abgelöst werden und das ist vermutlich auch ein größeres Projekt. Die Anforderungen sind nämlich wie üblich, nein, der Besucher darf nichts davon merken, es muss natürlich sofort umgestellt werden. Die URLs sind auch alle gut bei Google indiziert, die müssen natürlich auch alle bleiben. Und das ist meistens keine Anforderung, dass die Abnahmetests auf dem Live-System erfolgen sollen, aber ich glaube, wir kennen alle die Auftraggeber, die
eigentlich testen sollten, das aber nicht tun. Und erst wenn es dann live ist, auf dem Live-System kommen die Mails, oh, das stimmt aber noch nicht und das stimmt aber noch nicht und hier müssen wir noch was korrigieren. Demzufolge, es gibt eine Möglichkeit, das auf dem Live-System zu machen. Das heißt, wir betreiben das Alt- und das Neue, neue System auf dem Live-System im gleichen URL-Space. Und der Webserver ist dafür zuständig, zwischen dem Alt- und dem Neusystem umzuschalten, und zwar basierend auf dem Benutzer, der sich das Ganze anguckt. Was ist der Schalter dabei? Der Schalter dabei ist ein Cookie, und das zeige ich auch mal kurz. Und zwar, ohne dass ich es gesagt habe, wir laufen hier schon auf dem Neusystem. Ich rufe jetzt mal eine Datei auf, um den Cookie zu entfernen. So, der ist jetzt weg. Achso, das kann ich auch mal zeigen. Speicher. Gut, wir sehen zwar hier die üblichen WordPress-Cookies und wir sehen hier auch einen Versionscookie, aber da steht nichts drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier die, wenn ich jetzt hier die Tanzen aufrufe, also einfach der Root, bin ich im Altsystem. Jetzt rufe ich die Set-Cookie auf, der Cookie ist gesetzt, das gucken wir uns hier auch im Speicher nochmal an. Kann man hier sehen, Version neu steht hier. Und wenn ich jetzt die Tanzen wieder aufrufe, dann sehe ich das. Moment. Ja, ja, genau, Browser-Cache, danke. Achso, hier ist der Cache, da ist der Cache. So, dann sind wir im Neusystem wieder. Das heißt, man kann einfach über den Cookie entsprechend umschalten. Das macht es ziemlich einfach, dem Auftraggeber die Möglichkeit zu geben, das tatsächlich auf dem Live-System zu sehen. Man kann dann auch überprüfen, sind die Links alle richtig gesetzt und solche Sachen. Die Konfiguration dazu ist auch wieder unglaublich einfach. Wir gehen mal davon aus, dass wir praktisch wieder im Dateisystem zwei verschiedene Pfade haben. Das Altsystem, wo der alte Content drin ist, und das WordPress. Was wir dann hier tun ist, wir setzen zuerst mal die Variable R auf das Altsystem, überprüfen jetzt hier den Versionscookie, ob da neu entsprechend drin steht, und wenn das so ist, dann schalten wir das nochmal um auf WordPress und setzen am Ende die Root mit der Variablen, und so kann praktisch der Nutzer selber, habt ihr ja gesehen, über die Aufrufe von zwei Dateien, die zeige ich auch gleich, steuern auf dem gleichen Server, welches System er tatsächlich sieht. Die beiden Set-Cookie und Remove-Cookie, die sind auch komplett trivial, ja, also sozusagen, ihr baut ein Skript ein, das den Cookie setzt oder eben entsprechend wegräumt, und damit könnt ihr das umschalten. Kleiner Bonus dabei noch, ich habe ja eben gesagt, das WordPress soll in der Root entsprechend sein. Wenn die Programmierer jetzt aber sagen, ja, aber User, die schon angemeldet sind, die wollen natürlich nicht immer den Content sehen, die wollen ja gleich auf die Application. Mit dem gleichen Mechanismus könnt ihr auch über den Session-Cookie der Anwendung den Nutzer umleiten. Das heißt, ihr schaut einfach, wenn jemand auf die Root kommt, ob der schon den Session-Cookie eurer Anwendung hat. Und wenn er das hat, dann leitet ihr den gleich auf die tatsächliche Anwendung um und leitet ihn an der Content-Seite vorbei. Damit macht ihr die Programmierer wahrscheinlich relativ glücklich auf der einen Seite, habt aber auch andererseits die Möglichkeit für User, die euch zum ersten Mal besuchen, den Content zu zeigen und zu erklären, was der Benutzer da eigentlich sieht. Damit bin ich auch am Ende. Letzter Satz dazu, ich habe Auszüge aus der Config-Datei gezeigt, wenn jemand mal das ganze Beispiel sehen möchte oder auch die Slides haben will, mir einfach eine Mail schreiben, dann maile ich euch die entsprechenden Sachen, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Raum für eure Fragen. Gibt es Fragen? Geht das meist auch über HTXS oder geht das wirklich nur, wenn man tief ins System geht? Nein, tatsächlich, es geht auch über HTXS. Tatsächlich ist es so, dass HTXS ist einfach der Include-Mechanismus für den Apache. Das heißt, die Konfigurationsdatei kann man modularisieren, indem man Sachen in die HTXS auslagert. Ob du die ins HTXS oder in die Konfigurationsdatei von dem Apache schreibst, ist egal. Und beim Nginx ist es auch so, dass da hast du jetzt nicht eine HTXS-Datei, da schreibst du es in die Konfigurationsdatei. Aber tatsächlich ist es auch nur eine Textdatei, die sozusagen, also ich kann es ja mal, habe ich die hier? Moment.
Ja. Ich hoffe, das ist jetzt das Richtige. Nee, kann ich jetzt gerade nicht zeigen, aber das ist eine einfache Textdatei, steht nicht besonders viel drin und die Stelle zu finden ist relativ einfach. Wie gesagt, ich kann dir das Beispiel mal schicken, wenn du mir eine Mail schreibst, dann kannst du sehen, wo du das einsortieren musst. Ist nicht kompliziert. Mehr Fragen? Okay, alles klar. Dann vielen herzlichen Dank. Ah ja, bitte. Also, ich bin jemand, der bei viele ist, seine Webseite ganz normal auf irgendeinem Shared Hosting hat mit Apache und die ganzen Einstellmöglichkeiten. Was würdest du so als den nächsten Schritt empfehlen, wenn man ein bisschen mehr Performance will? Zum Beispiel, welche Vorteile hätte irgendwie diesen Nginx? Ohne dass man jetzt sofort Server-Konfiguration ja, also Performance ist ein relativ weites Feld. Im Moment gehen alle davon aus, dass der Nginx schneller ist als der Apache. Das kommt noch auf eine Menge Konfigurationsmöglichkeiten an. So pauschal zu sagen, ist immer gefährlich, aber Nginx als der Webserver ist schon relativ vernünftig. Wenn man selber an den Server oder an die Konfigurationsdatei rankommt, dann kann man auch noch eine Menge anderer interessante Sachen machen. Dann kann man zum Beispiel die Kompression selber einstellen, kann auch Caching-Sachen einrichten und so weiter. Und das wäre eigentlich mein Vorschlag, da ranzugehen. Also auf der einen Seite zu gucken, habe ich alles getan, damit die Seiten so schnell wie möglich ausgeliefert werden. Damit meine ich jetzt erstmal zu gucken, sind die Caching-Zeiten also auf HTTP-Ebene richtig eingestellt oder wird der Content dauernd wiedergeladen? Ist der Server schnell genug, um das PHP für WordPress auszuführen? Das sind so Sachen, die kann man erstmal relativ einfach machen. Wenn man dann feststellt, es ist zu langsam, dann muss man anfangen zu analysieren und zu gucken, auf der einen Seite kommen meine Geschwindigkeitsprobleme daher, dass ich zu viel Last auf dem Server habe, dann einen größeren Server, mehr Server dazustellen. Oder kommen die daher, dass das PHP-WordPress an sich zu langsam ist, dann muss man über Sachen nachdenken wie Caching und entsprechend Caches einrichten. Das ist dann noch ein anderes komplexes Thema. Macht es überhaupt Sinn, als Amateur oder angehender Halbprofi einen Server zu betreiben oder kommt man sofort in riesige Sicherheitsprobleme? Ich würde trennen zwischen dem Server und dem Webserver. Also den Server an sich zu betreiben mit Firewall-Einstellungen und so weiter, das würde ich als Amateur eigentlich nicht empfehlen. Das ist relativ viel Arbeit und das geht auch ziemlich schnell, dass man da in Sicherheitsprobleme kommt. Die Webserver-Konfiguration anzupassen, da es da nur um einen Port, um den Port 80 geht und man das relativ gut ausprobieren kann und es da auch im Netz eine Menge Tipps gibt. Auch der WordPress-Codex liefert da einiges, wo man drauf achten soll. Damit kann man schon rumspielen. Da bringt man sich nicht gleich in Teufelsküche. Aber einen eigenen Server zu betreiben, ist schon schwierig. Ja. Okay. Es gibt ja auch sowas wie Managed Hosting für WordPress, also Angebote, wo auch Nginx-Server speziell für WordPress angepasst sind, wo man sich auch selber auch nicht kümmern muss. Das ist gerade irgendwie eine Einschätzung. Nicht mit spezifischen Anbietern, es kommt drauf an. Wenn die es gut machen, ist es gut. Wenn die es schlecht machen, dann ist es auch nicht besser, als wenn man es selber machen würde tatsächlich. Ja. Okay, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und schönen Tag noch. Ja.